Vorbereitung ist vorbei. Jetzt beginnt die Hockey-EM in Mönchengladbach. Sowohl die deutschen Männer als auch die deutschen Frauen wollen den Titel gewinnen. Und vor allem bei den Männern wird das auch so gesagt. Natürlich haben wir das Ziel, ins Halbfinale zu kommen. Und wenn man schon mal dann da ist, wer uns kennt, der weiß, dass die Deutschen dann auch den Titel wollen. Ne? Dass das Halbfinale das Minimalziel ist, ist kein Zufall. Nur die vier Besten der Männer-EM dürfen zu den Olympischen Spielen 2012 nach London. Bei den Frauen ist man sogar nur als Finalist sicher dabei. Statt Erfolgsdruck regiert aber mehr die Vorfreude. Es ist ein großes Ereignis für uns. Es ist immer schön, zu Hause zu spielen. Es ist schön, vor den eigenen Zuschauern zu spielen. Es ist super, das Turnier hier mit den Herren gemeinsam zu bestreiten. Und ja, wir freuen uns. Die Damen gehen als Gruppenfavorit in die Vorrunde mit Irland, Belgien und England. Top-Titelkandidat sind aber die Niederlande. Bei den Männern setzen die meisten Experten auf Deutschland, obwohl mit Torjäger Christopher Zeller der Mann für die ganz wichtigen Tore verletzt ausfällt. Bundestrainer Markus Weise geht in die Vorrundenspiele gegen Belgien, Spanien und Russland mit einer ganz eigenen Taktik. Wir wollen eigentlich auf einem hohen Level einsteigen und von da aus uns ausbauen. Und das gelingt uns in der Regel ganz gut. Am 27. August ist das Finale der Damen. Einen Tag später folgen die Herren. Hoffentlich beides mit deutscher Beteiligung.